Herzlich willkommen hier bei der rhythmischen Notenlehre, bei der Gartenarbeit für Drummer. Warum heißt das so? Naja gut, ich kann ja natürlich meine Technikübungen, ob es jetzt eine Snare-Technik ist, irgendeinen Marsch zu spielen oder Rudiments zu trainieren oder eben das Notenlesen zu lernen und zu wirklich zu verinnerlichen, was dabei passiert, die rhythmische Notenlehre wirklich gut zu begreifen. Kann ich ja überall machen, ne? Kann ich hier am Drumset, in meinem Proberaum, im Kellerchen oder an meinem E-Set, vielleicht steht es glücklicherweise in meinem Zimmer, in meinem Wohnzimmer irgendwo, vielleicht auch dummerweise auf dem Speicher oder eben, ich kann es ja auch im Hinterhof oder hier im Garten, wahlweise auch in der Badewanne trainieren. Also ganz egal, wo du das machst, ein Pad hat man immer, das ist doch wirklich... Das kostet viel Geld, so ein Teil irgendwie schnell mal einpacken in den Urlaub. Das passt auch ins vollgestopfte Wohnmobil oder zur Not auch in die Seitentasche vom Motorrad. Ja, so mache ich das immer. Also, wir machen ein bisschen rhythmische Notenlehre und ich erinnere mich mit Gruseln an die Zeit, in der ich das lernen musste. Ja, weil ich habe eben schon 10 Jahre Autodidakt gespielt. Nicht schlecht, allerdings muss ich sagen, also im Nachhinein gesehen auch nicht besonders gut, weil mir fehlte immens viel Technik und Wissen um rhythmische Zusammenhänge. Ich habe halt versucht, irgendwie das, was ich gehört, gesehen habe, von Platten aufgenommen habe. Platten, das sind die Dinger, die man umdrehen muss, ja, wenn man die anderen 5 Songs hören will. Also da musste ich mir das wirklich mühsam erarbeiten und als ich dann Noten lesen konnte, richtig gecheckt habe, wie das funktioniert, ging das ratzfatz. Also innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr habe ich mehr gelernt als vorher in vielleicht 2 oder 3 Jahren, ja, dieser Zeit, die ich vorher einfach ohne Noten gearbeitet habe. Lass dich drauf ein, das macht schon auch richtig Spaß, allerdings nicht so, wie ich es gelernt habe. Irgendwie so ein fieses, blödes Buch irgendwie... einfach nur irgendwelche Kleckse drauf auf irgendwelchen Linien und der Lehrer sagt, ja, spiel mal. So, wie, was? Und so, ja, das ist das, das ist das, das ist das. Klingt so. Dann habe ich es gespielt und sagte, ja, richtig, super. Und ich sage, ja, du, aber ich habe das nicht gelesen. Ich habe einfach nur zugehört, was du machst, habe es nachgespielt. Ja? Also lesen war da nicht. Ja? Ich musste mich da richtig quälen damit. Zahlen drüber schreiben, ganz laut, ganz langsam. Das möchte ich dir leichter machen und deswegen bekommst du es in dieser Form, dass einfach die Noten fortlaufend mit so einem grünen Balken dargestellt werden. Wo bist du gerade? Ja, aber zählen musst du selber. Wenn ich dir die Zählzeiten jetzt auch noch dazu mache, dann denkst du wieder nicht selbst. Ja, sondern du musst wirklich lernen, selbstständig dazu laut zu zählen. Warum müssen wir das machen als Drummer? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir haben keinen Ton. Ja. Also es ist keine Melodie vorhanden, so, alle meine Entchen. Was war das? Ja? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eigentlich ganz leichte Geschichte. 4 Viertelnoten und 2 halbe. Ja? Könnte auch 1 und 2 und 3, 4 sein. Das ist immer die Form der Betrachtungsweise. Wo setzt du die Time an? Und je nachdem entstehen die Notenwerte für dich als Drummer im Verhältnis zu den Zeitschlägen. Die sind das Wichtigste. Die machen wir hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kann aber auch das sein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oder 1, 2. 1, 2. Könnte auch das sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber da kommen wir wann anders zu. Ja, dafür gibt es dann den Band Nummer 2 und Band Nummer 3 von der Notenlehre. Also wir brauchen eine Time. Die machen wir mit dem Fuß. So, und wenn du eben draußen im Garten sitzt, dann machst du es eben nicht mit einer Bassdrum, sondern 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oder nur so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oder so. 2, 3, 4. Geht auch. Ja? Also alles möglich. Eine ganz leichte Geschichte. So. Und bevor wir uns das nächste Video angucken, du kriegst nur so ein paar Einleitungsvideos dazu. Den Rest kannst du selbstständig machen für einen richtigen Kurs und die ganzen Erklärungen drumherum mit Video und wie macht man das und wo. Da
Das brauchen wir bei der rhythmischen Notenlehre nicht. Ich muss einfach irgendwie draufhauen. Und wie man draufhaut, das lernst du im Kurs Drum Freaks Beginner. Ja, also entweder bist du dazu schon angemeldet, deswegen hast du das Buch. Platin-Schüler haben das sowieso mit dabei. Oder du willst es noch ein bisschen vertiefen. Oder du bist jemand, der die Drum Freaks noch gar nicht kennt und zufälligerweise hier auf dieses Buch gestoßen ist, weil er ein bisschen Noten lesen lernen will. Es gibt ganz wunderbare Kurse auf www.drumfreaks.de und da kannst du dich als Anfänger, als Fortgeschrittener, als Double Bass Freak und so weiter und so fort anmelden. Kannst auch einen Testmonat durchlaufen, dir das erstmal alles angucken, ist das cool oder ist das nicht cool. Also für all diejenigen, die jetzt davon keine Ahnung haben, wenn du also praktisch zum ersten Mal jetzt hier ein Drumfreaks Video anguckst, dann weißt du, ich laber viel, aber wird auch viel gespielt und man lernt auch viel dabei. Ja, das sagen uns zumindest unsere Schüler. So, also jetzt geht's weiter. Du kannst dir gleich das nächste Video angucken. Jetzt weißt du so ein bisschen, was du tun musst und wo du es tun musst und warum die Notenlehre so cool ist, weil man eben viel schneller wirklich die Zusammenhänge begreift und natürlich hast du auch noch andere Vorteile. Du kannst aber ganz schnell einen eigenen Song aufschreiben, wenn du weißt, wie das funktioniert, wie Noten funktionieren. Du musst dir nicht alles auswendig merken und du kannst in so einer halbe Stunden Einheit von einem Lehrer oder in einer Dreiviertelstunden Einheit oder bei einem so einem Video einfach tatsächlich den ganzen Lehrinhalt durch die Noten wieder nachvollziehen, wenn du trainierst. Ja? Wenn ich einen Schüler im Unterricht habe, der eine halbe Stunde hier kommt und sagt, ich will aber keine Noten lernen, ja, dann spiele ich mit dem ein paar Songs. Nach ein paar Monaten hört er sowieso wieder auf, weil er eigentlich nach einer halben Stunde hundertprozentig nicht mehr weiß, was ich die 20 Minuten davor erzählt habe, sondern maximal das, was die letzten 10 Minuten gelaufen ist. Mehr reicht unser Kurzzeitgedächtnis einfach nicht. Ja? Der Rest wird wieder weggeschoben. Also, wie gesagt, lerne die Noten, beschäftige dich damit und hab viel Spaß damit, mit diesen ganzen Videos, spiel ordentlich mit und natürlich auch in der Geschwindigkeit immer versuchen, schneller zu werden, als dieses Trainingsvideo läuft. Ja? Schnelligkeit ist keine Hexerei, das ist Training. Jetzt sehen wir uns zum nächsten Video Handsatzregeln.